Ja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe es mal wieder geschafft. Heute auch wieder mit dem Alex im Schlepptau. Wir sind heute Forellenangeln. Und zwar sind wir bei dem Forellensee Oslos. Und hier werden wir unser Glück versuchen. Werden wie üblich die verschiedensten Techniken ausprobieren. Ob was geht oder nicht, siehst du natürlich wie immer hier in diesem Video. Also bleib dran, sei gespannt. Und wir beide, wir geben jetzt mal Gas. Bis gleich. So, meine Lieben, ich fange jetzt hier mit dem Gaia in 2.1 an, in einer relativ schockigen Farbe. Alex steht hier genau neben mir und dann machen wir einfach mal die ersten Testwürfe. Noch im Morgengrauen, ne? Heute sehr früh angefangen. Bislang ist aber noch sehr ruhig, also wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier, bis wir alles aufgebaut hatten. Und ich habe noch nicht gesehen, dass jemand was gefangen hat, ne? Oder hast du was gesehen, Alex? Nee. So, Leute. Jetzt sind ein paar frische Fische reingekommen. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt vielleicht Bisse kriegen. Also wir hatten tatsächlich in der ersten Stunde nicht mal einen Kontakt. Und dementsprechend haben wir jetzt natürlich sehr viel Hoffnung, dass vielleicht was geht. Ich habe jetzt auch schon vom Vater die Spirulino-Rute ausgekramt. Und die steht hier als tote Rute mit einem Boxer Fett am Haken. Gucken, ob das vielleicht auch den ein oder anderen Bonusfisch bringt, wenn sie aktiv nicht wollen. Zwischendurch immer mal wieder eine Kurbelumdrehung machen hier an der toten Rute, damit der Köder hochkommt. Lohnt sich auf jeden Fall, wie wir wissen. Hab jetzt den Gaia in 2.1 drauf. Versuche jetzt erstmal die obere Wasserschicht. Die Fische stehen ziemlich flach, das ist schon mal ganz klar. Ich habe jetzt deswegen den Reiger in 1,6 Gramm und habe jetzt gerade eben den ersten Wurf damit gemacht. Aber wir sind zu dritt hier und bis jetzt hatte keiner in irgendeiner Weise Kontakt mit Fisch. Nichts, null. Und auch am See, hier am ganzen See, also wir konnten das gut beobachten, wurde nichts gefangen. Also es scheint wohl richtig schwer zu sein, heute wieder mal. Oh, beim Absinken, hast du es gesehen? Beim Absinken direkt reingeballert. Reiger. Reiger. Der erste Biss oder der Halbbiss. Und weg. Schon wieder. Ich dachte, das wäre ein Hänger. Das war ein Biss. Erwin. Ja, hier direkt vorm Ufer. Leute, ich habe die Farbe gewechselt. Eine Reiger in grün, schwarz.
Ey, das kann ja nicht wahr sein. Die erste und der Spoon ist raus. Die, und eine gute. Eine gute. Also Reiger, schwarz, grün und den ersten Fisch des Tages habe ich im Netz. So Leute, ich zeige euch den Spoon. So, dieses schöne Exemplar hat mir heute den ersten Fisch und allgemein den ersten Fisch des Tages gebracht. Na, schauen wir mal, vielleicht war das kein Zufall. Tja Leute, der Alex hat jetzt auf dem Reiger gefangen. Jetzt habe ich mir auch einen Reiger hier drauf gepackt. Mal gucken. Boah! Er hat auch einen Reiger. Erster Wurf, was ist das denn? Ja. Erster Wurf. Da hat er mitbekommen, dass ich mit Reiger Erfolg hatte und dann boom rein. Alter Falter, was war das denn? Guck mal, erster Wurf. Jawohl. Entschneidert, Junge. Entschneidert. Ja, Leute, also sowas habe ich echt nicht erlebt. Ich habe so viele Würfe gemacht mit dem Spoon, nix. Und jetzt hier Fisch der 1000 Würfe. Echt Wahnsinn. Hier, der Spoon ist raus. Upp. Ja, der ist im Kescher jetzt ein bisschen vertüttelt. Ich zeige ihn euch gleich. In der Tat. Welche Farbe denn? Ja, so grünlich, ne? Ja, auch, ne? Ja, Leute, da haben wir es. Hier der Reiger mit einer violetten Rückseite. Wirklich gleich auf den ersten Wurf. Ich habe ein bisschen absinken lassen, so 2-3 Sekunden. Ja, genau. Ich habe auch so 3-4 Sekunden habe ich absinken lassen. Und dann. So, Leute, ich habe den Platz gewechselt. Und möchte hier mal versuchen, einfach Forellen zu überlisten. Hab jetzt den Reiger. Oh, Erwin ist gekommen. Gekommen, um zu bleiben. Ich kann dich doch nicht alleine lassen. Ich komme gleich mit dem Auto rüber, ne? Mach mal. Leute, ihr glaubt's nicht. Wahnsinn. Wahnsinn, Alex. Ich hol schnell meine Route rein. Das glaubt ihr mir nicht, was der Alex hier drauf gekriegt hat. Lass dir Zeit, Alex, die hängt gut. Lass dir Zeit, Alex, lass dir Zeit. Er hat's im Netz. Leute, was ein Trümmer. Aufsicht, die ist an der Kante entlang gezogen. Dickes, dickes Petri. Auf dem Reiger, ne? Petri, danke. Hast du es gesehen? Auf dem Reiger, ne? Wahnsinn. Schaut euch mal diesen Oschi an. Wahnsinn. Dickes Petri, Alex. Petri, danke. Tja, Leute, da ist er. Der glückliche Fänger. Richtig dicke Goldforelle. Wahnsinn, was für ein Fisch. Die ist wirklich einmal kurz vorbeigezogen. Alex hat gesagt, hier, guck mal, die dicke Goldforelle. Wirft sie an mit dem Reiger und die ist auch sofort drauf, ne? Ja, und auch richtig gut gepackt, ne? Ja, hing auch richtig gut. Ja, vielleicht können wir den Tag doch noch drehen. Und ja, ne? Mit ein bisschen Glück. Man kann ja nicht immer Pech haben. Ja, man kann nicht immer Pech haben, genau. Ja, ja, Petri, Alex, dickes Petri. So, Leute. Diese Farbe, ja, ist eigentlich eine klassische Farbe. Hier UV, orange, gelb, dunkle Rückseite und ja, das war ein schönes Erlebnis. So schnell ist sie vorbeigeschwommen. Alex hat sie ausgebremst. Und dann, genau, das war die Endstation.
Ja, Leute, einmal um den Teich gewandert und geguckt, wo noch ein Platz frei ist. Und tatsächlich haben wir jetzt auf dem 2-1er Gaia eine draufgekriegt und gar keine schlechte. Da haben wir es. Schöner Kilofisch wahrscheinlich. So, Leute, nach langer Pause habe ich auf Gigaslawin einen Biss und kann den Fisch landen. Oh, das war heftig. Direkt nach dem Landen des Spoons beim Absinken, bam, ram. Puh, endlich, endlich. Lieben, auf volle Distanz. Immer noch auf den 2-1er Gaia. Haben wir da wieder einen Patienten. Aber die hat den ganzen Spoon verschluckt, guck mal. Guck mal, Leute. Ist das ein schöner Fisch? Richtig schön eingestiegen. Oh! Lachs gehakt. Ja, so. Tja, Leute, das war mega Einschlag und ja, jetzt sehen wir auch warum. Quer gehakten großen Lachs. Natürlich nicht absichtlich, man sieht das ja auch nicht, ne? Auf so eine Distanz haben wir erstmal was zu tun. Und weg ist er. Ja. Hat er verdient. Hat er sich erkämpft. Ja, der war gut. Tja, meine Lieben, der Tag neigt sich für uns zum Ende. Wir haben echt Gas gegeben und ich muss auch wirklich sagen, das war absolut nicht einfach heute. Oder wie siehst du das, Alex? Ja, das war schwer, sehr schwer. Auf jeden Fall. Das, ja. Die Fische, ja, wollen nicht. So sieht es nämlich aus. Also es ist ein Riesengewässer, das muss man auch dazu sagen. Einfach geht auf jeden Fall anders. Wir haben wirklich viel probiert und ich denke zum Schluss hin, dass ich da nochmal komplett in die Ecke gegangen bin. Das war auch gut, dass ich das gemacht habe, denn da konnte ich dann nochmal zwei fangen. Plus ein paar Attacken hatte ich noch. Also die Situation heute war relativ einfach zu erklären. Es bilden sich kleine Trupps oder Schwärme und die ziehen immer mal wieder an bestimmte Bereiche. Und wenn man dort innerhalb von, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden den Köder platziert, dann kriegt man auch mal einen Biss und dann bleibt auch mal eine hängen. Aber die ziehen eben auch sofort wieder raus aus den Ecken und dann wirft man sozusagen stundenlang ins Leere. Ja, wie das eben so ist am großen Gewässer. Aber auf den Tag gesehen, denke ich, hatten wir trotzdem eine Menge Spaß. Ja, auf jeden Fall. Eine goldene. Genau, Alex hat eine richtig schöne große goldene vor den Füßen überlistet. Allgemein sind die, also die sind ja hier nicht klein, ne? Also das ist, genau, also es sind schon so Kiloforellen. Ja, würde ich fast schon sagen, ja. Das also macht auf jeden Fall Spaß, ne? Und ja. Also Spaß hatten wir alle Male, wir waren am Wasser, wir haben unsere Köder gebadet und auch noch ein bisschen Fisch gefangen. Ich hoffe, das Wetter ein bisschen genossen. Ich hoffe, dass euch das Video auch gefallen hat, ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und mich und meinen Kanal kostenlos abonniert. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ihr bleibt gesund und habt Spaß am Wasser. Ciao.